Die Geschichte des Autopiloten. Autopiloten gibt es in vielfältigen Varianten und werden sowohl in der Luftfahrt, Raumfahrt und zu Wasser genutzt. So ist es nicht verwunderlich, dass der erste Autopilot nicht für die Luftfahrt, sondern für die Schifffahrt erfunden wurde. Daher beginnt die Geschichte des Autopiloten im Jahr 1904 mit der Erfindung des Kreiselkompass durch Hermann Anschütz. Dieser Kreiselkompass bot den Schiffen eine verlässliche Hilfe, den Kurs richtig zu halten. Elmer Sperry griff die Idee des Kreiselkompass auf und entwickelte ein automatisches Steuerungssystem, welches durch den Kreiselkompass gesteuert wurde. Da es zu Beginn der Luftfahrt viele Unfälle aufgrund von übermüdeten Piloten gab, übertrug Elmers Sohn Lawrence Sperry 1912 die Erfindung seines Vaters auf Flugzeuge. Am 18. Juli 1914 führte Lawrence den Autopiloten in Paris vor. Zur Demonstration der Funktionsfähigkeit seiner Erfindung flog er in einem Doppeldecker, eine Curtiss B-2, mit erhobenen Armen. Dieser erste Autopilot konnte ein Flugzeug ohne Einwirkung des Piloten im Horizontalflug stabil halten. Er bestand aus 4 getrennten Kreiseln, jeder rotierte mit 7000 Umdrehungen pro Minute. Der Kreiselkompass wurde mechanisch mit den Steuerflächen verbunden. Er war auf die Nulllage aller Steuerflächen eingestellt und konnte Start und Landung ohne Einwirkung des Piloten durchführen. Schnell entwickelte sich der Autopilot weiter. Erst durch den Fortschritt in der Elektronik, dann durch den Einsatz von Computern in der Luftfahrt und letztendlich durch den Gebrauch von Mikroprozessoren wurde der Autopilot zu dem umfangreichen System, das er heute ist. 1947 konnte der erste elektronische Autopilot schon vollkommen autonom eine C-54 Skymaster über den Atlantik bis nach Bryce Norton in England fliegen. Von Start bis Landung flog der Autopilot ohne Einschreiten des Piloten. Er funktionierte wie ein Wecker, der vordefinierte Einstellungen zeitintervallweise abarbeitete. Mitte der 1950er Jahre wurde Fly-by-Wire entwickelt. Dieses System hat im Gegensatz zur klassischen Steuerung, welche über Stahlseile oder Hydrauliksysteme Steuerbewegungen an die Steuerfläche überträgt, Sensoren an den Steuerelementen. Erst wurde es in der militärischen Luftfahrt verwendet. Kurze Zeit später entdeckte Airbus diese Erfindung für ihre Verkehrsfluglinie Concorde. Im Laufe der Zeit hat sich auch viel in Bezug auf die Computeranzahl in der Flugmaschine getan. Aus vielen einzelnen computerverarbeiteten Systemen hat sich ein zentrales System gebildet. Dies ist vor allem dem Fortschritt in der Computerindustrie zu verdanken, die mit immer kleineren Funktionseinheiten immer größere Verarbeitungskapazitäten erlangt. Letztendlich hat die Entwicklung des Autopiloten nicht nur Einfluss auf die Luftfahrt genommen. So wird seit einigen Jahren von der Autoindustrie die Idee des Autopiloten aufgegriffen und auf automobile Verkehrsfahrzeuge übertragen. Momentan sind diese automobilen Autopiloten erst in der Testphase, aber auch hier wird sich sicherlich wie in der Luftfahrt in ferner Zukunft der Autopilot durchsetzen. Begriffsdefinition Autopilot. Der Begriff Autopilot setzt sich aus den Begriffen Automat und Pilot zusammen. Automat ist vom griechischen Automatos abgeleitet und bedeutet so viel wie sich selbst bewegend aus eigenem Antrieb. Der Begriff Pilot wiederum leitet sich vom griechischen Begriff Pedon bzw. Pedotta ab, was so viel wie Steuerruder oder Steuermann bedeutet. Anwendungsgebiete. Wie die Geschichte schon zeigt, wurde die Idee des Autopiloten in einer Vielzahl mobiler Systeme genutzt. Das Augenmerk liegt in der Entlastung des Menschen aufgrund immer komplexerer Systeme in diesen Gebieten. In der Luftfahrt führen die wachsende Anzahl von Flugzeugen und deren ansteigende Komplexität zur Notwendigkeit von Hilfssystemen wie dem Autopiloten, um den Menschen bei diesen Anforderungen zu unterstützen. Diese technische Unterstützung äußert sich sowohl beim normalen Flug, der Landung, als auch bei schlechtem Wetter oder schlechter Sicht. Aus dem Gebiet der Raumfahrt ist eine Anwendung von Autopiloten nicht mehr wegzudenken. Sie übernehmen sowohl die Steuerung von Raketen sowie Bahnmanöver von Satelliten und Sonden im Weltraum.
Ein Beispiel hierfür ist der Mars Rover Curiosity. Diesem werden über große Distanzen Aufträge erteilt, die er selbstständig ausführt. Auch Schiffe können mit Hilfe präziser GPS-Daten den Menschen millimetergenaue Aufgaben wie Bohrungen und Montagen von Windrädern und Bohrplattformen auf dem Meer erleichtern. Außerdem können Schiffe selbstständig Hindernisse umgehen und von Menschen vorgegebene Routen einhalten. Auch Autos werden immer mehr mit Assistenzsystemen ausgestattet. Forschungsgebiete sind unter anderem selbstfahrende Autos oder Autos, die Gefahrensituationen selbstständig entschärfen. Die Klassifizierung des Autopiloten. Autopilotsysteme, vor allem für kleinere Flugzeuge, lassen sich in drei Kategorien klassifizieren: den einachsigen, zweiachsigen und dreiachsigen Autopiloten. Der einachsige Autopilot wird auch Wing Leveler genannt, was im Deutschen Tragflächen horizontal ausrichten bedeutet. Dieser kontrolliert ausschließlich das Rollen, also die Drehung um die Längsachse des Flugzeugs. Die Aufgabe des einachsigen Autopiloten ist die horizontale Stabilisierung der Tragflächen. Dies ist durch eine geregelte Steuerung des Quellruders möglich. Der einachsige Autopilot ermöglicht somit nur eine Regelung in der horizontalen, jedoch keine Änderung der Flughöhe. Wenn also der einachsige Autopilot aktiviert ist, kann das Flugzeug also nicht zur Seite wegkippen. Weitere Modifikationen können sein: erstens HDG zum Erfliegen und Halten eines festgelegten Kurses, zweitens NAV zum Erfliegen und Halten eines festgelegten GPS-Kurses, drittens APR wirkt wie der NAV-Modus, jedoch empfindlicher, da ein sehr genauer Landekurs geflogen werden muss. Viertens, REV funktioniert wie der APR-Modus, jedoch reagiert der Autopilot genau andersherum auf die Ausschläge der Kursnadel. Der zweiachsige Autopilot kontrolliert zusätzlich zur Rollachse die Pitchachse und ermöglicht somit eine Steuerung der Flughöhe. So korrigiert der zweiachsige Autopilot ein Nicken des Flugzeugs. Zweiachsige Autopiloten funktionieren in der Anwendung wie der einachsige. Nur gibt es zu den vier Modifikationen zusätzlich einen fünften Modus, den sogenannten Altitude-Modus. Dieser Modus kann das Flugzeug entweder halten oder einen Steig- oder Sinkflug einleiten. Weiterhin gibt es zweiachsige Autopiloten, denen man eine Höhe vorgeben kann, die das Flugzeug dann selbstständig erreicht und hält. Der Schub jedoch muss nach wie vor vom Piloten geregelt werden. Der dreiachsige Autopilot erweitert den zweiachsigen um eine Regelung der Yaw-Achse. Damit sind dem dreiachsigen Autopiloten Seitengleitflüge, Sideslips genannt, oder Seitenwindlandungen ohne hängende Tragfläche, Crabs genannt, möglich. Einführung in die Funktionen des Autopiloten. Der Begriff Autopilot ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit geworden. In Zeiten des technischen Fortschritts, in denen knapp 90% der Bevölkerung ein Handy besitzen, sind technische Systeme schon komplett in den Alltag integriert. Jeder zweite Deutsche nutzt für seinen Urlaub die Angebote einer Fluggesellschaft. Wie komplex die Systeme hinter ihren Begriffen sind, wissen Normalverbraucher oft nicht. Wo früher 5 Personen das Cockpit überwachten, können heute ein Pilot und sein Copilot zu zweit das Flugzeug sicher an den gewünschten Zielort bringen. Zusammengefasst hat der Autopilot genau 2 Hauptfunktionen. Dazu gehören die Kontrolle und Steuerung eines Flugzeuges entlang eines festgelegten Flugkurses ohne erforderliches Eingreifen des Piloten und das automatische Landen. Warum der Autopilot sich in der Luftfahrt durchsetzte und stetig weiterentwickelt wurde, liegt an der durch den Autopiloten resultierenden zunehmenden Sicherheit sowohl während des Fluges als auch bei der Landung. Der Autopilot bietet nämlich eine Entlastung des Piloten. Der Pilot leidet an keinem Konzentrationsverlust mehr durch Müdigkeit und Langeweile, da der Pilot nicht mehr dauerhaft das Flugzeug den gesamten Flugweg entlang steuern muss. Demnach kann der Pilot anderen Aufgaben und dem Management seiner Arbeitsaufträge sich widmen. Zudem ermöglicht der Autopilot eine genaue Landung, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Was den Autopiloten möglich machte. Bevor wir uns den Autopiloten näher ansehen, betrachten wir kurz die Entwicklung, welche den Betrieb eines Autopiloten erst sinnvoll möglich gemacht hat. Das Fly-by-Wire-Flugkontrollsystem.
Wie schon erwähnt, änderte die Erfindung des Fly-by-Wire-Flugkontrollsystems die Art der Umsetzung von Steuerbefehlen auf Aktuatoren am Flugzeug. Die Umsetzung geschieht nun nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch über Kabelleitungen. Befehle des Piloten an die Maschine werden zuerst über einen zwischengeschalteten Computer geleitet und dieser berechnet daraus entsprechende Daten, die an die jeweiligen Flugzeugteile bzw. Aktoren weitergeleitet werden. Darauf wird im Abschnitt Flight Management System näher eingegangen. Über dieses Datenbussystem laufen somit alle Sensordaten von den Sensoren an den Computer, ebenso wie Steuerbefehle an die jeweiligen Bewegungsträger weitergegeben werden. Diese technischen und elektrischen Fortschritte am Flugzeug und die Befehlskontrolle über Flugmanöver durch das Fly-by-Wire ermöglichen eine gute Integration eines Autopiloten in das gesamte Flugsystem. Technische und mathematische Grundlagen. Schauen wir uns nun den Autopiloten genauer an. Ein Autopilotsystem stellt einen geschlossenen Regelkreis dar. Wie definiert man eine Regelung? Eine Regelung ist ein Vorgang in einem Regelkreis, bei dem durch ständige Kontrolle und Korrektur eine physikalische, technische oder ähnliche Größe auf einem konstanten Wert gehalten wird. Um eine Größe konstant halten zu können, ist eine kontinuierliche Rückführung der Zustandsvariablen nötig. Die Führungsgröße gibt dabei den Sollwert an, den das System am Ende erreichen sollte. Aus Führungsgröße und Rückführung errechnet sich eine Regelabweichung, die durch eine Stellgröße des Reglers korrigiert werden sollte. Da auf das System dauerhaft Störgrößen einwirken, müssen letztlich die Zustandsvariablen wieder rückgeführt werden. Der Output einer Regelung wird als Regelgröße bezeichnet. Schauen wir uns nun konkret die Regelung am Autopiloten an. Die Autopilotenschleife, welche die äußerste Schleife des Autopiloten und die abstrakteste darstellt, können Sie nun in der Abbildung sehen. Die Führungsgröße ist hierbei der berechnete Flugkurs. Zusammen mit der Rückführung der gemessenen Werte der Sensoren kann eine Abweichung vom Flugkurs berechnet werden. Der Autopilot errechnet nun die passenden Roll- und Pitchwinkel und gibt diese an die Flugkontrollschleife des Fly-by-Wire. Während dieses Vorgangs wird durch entsprechende Kontrollbefehle an die jeweiligen Aktoren die Steuerfläche des Flugzeuges neu eingestellt. Die Änderungen der Pitch- und Rollwinkel und eine Anpassung der perfekten Geschwindigkeit für das gewünschte Zielverhalten bewirken, dass sich der Flugweg des Flugzeuges durch die Flugkinematiken wie errechnet ändert. Da allerdings während der Regelung Störgrößen wie Winddruck und Luftdichte den Zustand des Flugweges ändern, muss durch Sensoren der Zustand wieder rückgeführt werden und die Autopilotenschleife beginnt erneut. Die Autopilotenkontrollschleife ist eine Kontrollschleife mit einer langsameren und längeren Periode. Ihre inneren Flugkontrollschleifen sind schneller und kürzer periodisiert. Warum nutzt man allerdings eine Regelung statt einer Steuerung? Die Regelung bietet im Fall des Autopiloten zahlreiche Vorteile. Zum einen die Erreichung einer schnellen und gut gedämpften Antwort der Regelung. Hierbei ist vor allem ein effektives Design der Regelung wichtig. Dann zur Erhöhung der Bandbreite des Systems. Und zum dritten die Reduzierung der Phasenverzögerung, vor allem bei Verfolgung von wechselndem dynamischen Input. Der Autopilot und das Fly-by-Wire arbeiten somit eng miteinander zusammen. Die Fehlstellungen des Kurses, welche der Autopilot berechnet, werden vom Fly-by-Wire durch Befehle an die Aktoren korrigiert. Schauen wir uns nun die verschiedenen inneren Schleifen bzw. Modi des Autopiloten genauer an. Wir unterscheiden den Längsausrichtungsmodus, Longitudinal Mode, und den Querausrichtungsmodus, Lateral Direction Mode. Der Längsausrichtungsmodus umfasst die Kontrolle bzw. das Erhalten des Pitchverhaltens und damit das Halten der Höhe, genannt Height Control, das Halten der Geschwindigkeit bzw. Machtzahl und das Erhalten des Gleitpfades. Zu dem Querausrichtungsmodus gehört die Kontrolle bzw. das Erhalten der Flugrichtung und damit des Rollwinkels, Heading Control, das errechnete Fliegen bei Vor- bzw. Drehfunkfeuern, immer häufiger mittlerweile durch GPS ersetzt, und die Wendekontrolle, Turn Control. Wir werden uns im weiteren Verlauf zwei dieser Subautopilotenschleifen näher ansehen. Die Heading Control und die Height Control. Höhenkontrolle oder auch Height Control,
Wie funktioniert nun eine Höhenkontrolle? Stellt der Pitch Rate Gyro eine vertikale Abweichung des Flugweges fest? Wird das Pitchverhalten in dem Sinne geändert, dass der Neigungswinkel des Fluggeschwindigkeitsvektors zur horizontalen ansteigt oder sinkt? Die Höhenkontrolle hat zur Verbesserung der Performance mehrere innere Schleifen. Dazu gehören das Pitch Rate Gyro Feedback, das Attitude Heading Reference System Feedback und das Automatic Dependent Surveillance Feedback, die Flugrichtungskontrolle oder auch Heading Control. Um ein Flugzeug einen festgelegten Flugkurs entlang zu steuern, muss die Steuerkontrolle seitliche Abweichungen ausgleichen. Dafür wird der Rollwinkel entsprechend verändert. Die Performance der Steuerkontrollschleife wird verbessert durch das Roll Rate Gyro Feedback und das entsprechende Attitude Height Reference System Feedback, welches den Rollwinkel und den Steuerwinkel bereitstellt. Um Kontrollsysteme analysieren und entwerfen zu können, nutzt man die Beschreibung durch eine Übertragungsfunktion oder auch Transferfunktion. Die Übertragungsfunktion oder auch Systemfunktion beschreibt in der Systemtheorie mathematisch die Beziehung zwischen dem Ein- und Ausgangssignal eines dynamischen Systems im Frequenzraum. Mit der Übertragungsfunktion kann für ein beliebiges Eingangssignal das Ausgangssignal und damit die Reaktion des Systems bestimmt werden. Die zeitverzögerte Reaktion des Ausgangssignals gegenüber dem Eingangssignal ist ein typisches Systemverhalten. Im Fall der Flugzeugdynamik beschreibt die Übertragungsfunktion die Beziehung zwischen dem Control-Input und den Bewegungsvariablen. Die Transferfunktion oder Übertragungsfunktion wird definiert als die Laplace-Transformation des Ausgangs zur Laplace-Transformation des Eingangs. Im folgenden Ausschnitt sehen Sie kurz wichtige Gleichungen der Aerodynamik aufgelistet, welche den Autopiloten beeinflussen. Das Bild zeigt die verschiedenen grundlegenden Kräfte und Winkel, welche auf ein Flugzeug wirken, bzw. um welche sich die Position des Flugzeuges, wie vorher erwähnt, verändern lässt. Auf die unverfälschten Winkel von Pitch, Roll und Yaw-Bewegungen gemeinsam mit den Geschwindigkeitsvektoren bauen alle aerodynamischen Gleichungen auf. Zudem können Sie kurz wichtige Umformungen bzw. Gleichungsschritte sehen, welche im darauffolgenden Rechenbeispiel genutzt werden. Da die Autopilotenberechnungen sehr komplex sind und den Rahmen des Seminars damit sprengen würden, legen wir Ihnen folgende zwei Bücher ans Herz, welche diese Berechnungen genauer erläutern. Das Buch Flight Stability and Automatic Control von Robert C. Nelson und das Buch Introduction to Avionics Systems von R.P.G. Collins aus dem Springer Verlag. Nun folgt zum besseren Verständnis und zur Anschauung der Komplexität ein Rechenbeispiel der Heading Control. Wir erinnern uns nun an das Schema der Heading Control bzw. der Flugrichtungskontrolle. Die Heading Control besteht aus mehreren ineinander verlaufenden Schleifen. Berechnete Error Gains bzw. Fehlverstärkungen werden berechnet und zur Berechnung der nächsthöheren Schleife verwendet. Hierzu werden die jeweiligen Transferfunktionen bzw. Übertragungsfunktionen verwendet. Dabei wird jede Schleife der Heading Control durch einen Controller mit einer Transferfunktion stabilisiert, meistens durch Low-Pass-Filter. Nun eingeblendet sehen Sie die Werte und Variablen, die wir für unser Rechenbeispiel vorgeben und verwenden. Dieses Beispiel ist aus dem Buch Introduction to Avionics Systems. Ziel unseres Betrachtungsbeispiels ist es, geeignete Werte für die Autopilot-Stellfaktoren der Rollrate, des Rollwinkels und der Flugrichtung zu errechnen. Der Ablauf: Schritt 1, Berechnung der Fehlverstärkung der Rollrate, Schritt 2, die Berechnung der Fehlverstärkung des Rollwinkels und Schritt 3, die Berechnung der Fehlverstärkung der Flugrichtung. Beginnen wir nun mit Schritt 1 und beziehen die vorgegebenen Werte mit ein. Der Schritt 1, die Berechnung der Fehlverstärkung der Rollrate, Kp. Wir erinnern uns nun an die Bewegungsgleichung der unverfälschten Rollbewegung zurück. Diese war schon einmal bei den aerodynamischen Gleichungen aufgelistet. Die Bewegungsgleichung bietet die aerodynamische Grundlage der Rückkopplungsschleife der Rollrate. Für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises multipliziert man an die Bewegungsgleichung der unverfälschten Rollbewegung, die Transferfunktion des Controllers und die Fehlverstärkung. Der offene Regelkreis ergibt somit die tatsächliche Rollrate durch den Rollratenfehler. Nach dem Einsetzen der Rollzeitkonstante, der Filterkonstante und der Gradzahl der Winkelkrümmung nennen wir der Übersicht halber die vorläufige Funktion Kg. Die Transferfunktion des geschlossenen Regelkreises ergibt die Rollrate durch die zu erstrebende bzw. geforderte Rollrate. Nach einer Erweiterung im Zähler und einer Umformung im Nenner
wobei der Rollratenfehler gleich die geforderte Rollrate minus der tatsächlich momentanen Rollrate ist, erkennt man, dass der geschlossene Kreis die Transferfunktion des offenen Regelkreises durch 1 plus der Transferfunktion des offenen Regelkreises ergibt. Um die Stabilität der Transferfunktion zu gewähren, errechnet man nun die erste charakteristische Gleichung. Dabei wird der Nenner der Übertragungsfunktion bzw. Transferfunktion des geschlossenen Regelkreises gleich 0 gesetzt. Wir lösen nun die Faktoren auf und multiplizieren die Gleichung mit 25, damit die höchste Potenz von S, hier S² gleich 1 ist. Dadurch ist die zweite charakteristische Gleichung einfacher zu berechnen bzw. auch zu erkennen. Wie vorher in den aerodynamischen Gleichungen als Standardform der zweiten charakteristischen Gleichung gesehen, betrachtet man nun die Summanden der Gleichung genauer. Die Konstante vor S entspricht hierbei A1 und die hinterste Konstante ohne Laplace-Faktor entspricht A2. 14,5 ist somit gleich 2 mal der Dämpfungsgrad Zeta mal der ungedämpften natürlichen Frequenz Omega 0. Wir wählen uns nun frei einen Dämpfungsgrad, zum Beispiel 0,7. Dadurch lässt sich nun Omega ebenfalls berechnen. Da Omega 0 14,5 durch 2 mal den Dämpfungsgrad ergibt, das macht 10,4 Rad durch Sekunde. Ebenso ist Omega 0 zum Quadrat 25 in Klammern 1 plus 20 kp nach der Standardform. Damit ergibt sich für kp ca. 0,165 Querruderwinkelgrad durch Sekunde. Um nun schöner die Fehlverstärkung des Rollwinkels berechnen zu können, setzen wir Teile unserer Ergebnisse für Omega 0 und die Fehlverstärkung ein. Dabei darf nicht vergessen werden, dass wir den Nenner zur Übersichtlichkeit mit 25 multipliziert haben und dies auch jetzt im Zähler tun müssen. Ebenso teilen wir sowohl Zähler als auch Nenner durch Omega 0 zum Quadrat. Berechnung der Fehlverstärkung des Rollwinkels K-Phi. Wir betrachten nun die Nachfrageschleife des Rollwinkels, davon die Transferfunktion des offenen Regelkreises. Diese besteht aus der Transferfunktion des geschlossenen Regelkreises, der Rückkopplungsschleife der Rollrate mit der Transferfunktion des Controllers 1 durch S mal der Fehlverstärkung des Rollwinkels. Wir substituieren nun S zu J Omega und befinden uns nun im Frequenzraum. Außerdem ersetzen wir K-Phi mal 0,767 mit K. Nebenbei ist zu erwähnen, dass J die Wurzel von minus 1 ist. Wir stellen nun die Gleichung etwas um und abstrahieren die Funktion zu K mal F1 von J Omega mal F2 von J Omega. F1 bezeichnet dabei 1 durch J Omega, während F2 den Rest bzw. den zweiten Faktor des Nenners darstellt. Wir berechnen nun den Phasen- und den Amplitudengang der Frequenzen F1 und F2. F1 betrachten wir beispielhaft etwas ausführlicher. Der Amplitudengang berechnet sich aus dem Betrag der Frequenz. Zur einfachen Darstellung, für kleine Omega beträgt der Amplitudengang 1. Für zunehmende Omega geht der Amplitudengang gegen 0, da die Frequenz 1 durch Omega für große Omega gegen 0 geht. Wir wollen nun den Phasengang der Frequenz, welcher sich aus dem Winkel des Zählers minus dem Winkel des Nenners berechnet. Der Imaginärteil des Nenners sind alle Frequenzen von Omega. Der Realteil ergibt 1. Bildlich ergibt sich ein Dreieck aus Realteil, Imaginärteil und dem Betrag der beiden. Der gesuchte Winkel ist der Winkel des Arcus Tangens zwischen dem Realteil und dem Betrag. Somit ergibt sich für den Phasenwinkel 0 minus den Arcus Tangens des Imaginärteils durch den Realteil. Der Phasenwinkel beträgt damit minus dem Arcus Tangens von Omega. Für große Omega läuft der Phasengang nach minus 90 Grad. F2 berechnet sich ebenso. Zur Evaluation von K mal F1 mal F2 berechnen wir nun das Verstärkungsmaß. Dies entspricht 20 log 10 der Transferfunktion der Nachfrageschleife des Rollwinkels. Der Logarithmus der ganzen Transferfunktion ist anhand des Logarithmusgesetzes der Mathematik die Summe der Einzellogarithmen. Dieses mathematische Gesetz gilt ebenso bei Winkeln. Eingeblendet sehen Sie nun eine Beispielberechnungstabelle der Frequenzantwort für K gleich 1. Wir erstellen nun aus den Werten eine Nichols-Chart. Die Nichols-Chart kann einfach durch zum Beispiel MATLAB dargestellt werden. Mit dieser kann übersichtlich aus den Werten des offenen Regelkreises das Verhalten des geschlossenen Regelkreises herausgelesen werden. Die Nichols-Chart ist ähnlich dem Bode-Diagramm. Es werden als Achsen der Amplituden und der Frequenzgang abgebildet. Für ein festgelegtes K werden die entsprechenden Frequenzantworten berechnet. Diese werden für Frequenzen Omega von 0 bis unendlich zum Beispiel eingesetzt. In dem Ihnen gezeigten Diagramm ist aus Übersichtlichkeit nur K gleich 1 und K gleich 2,3 eingetragen.
Aus dem Ihnen nun ersichtlichen Diagramm kann die Phase Margin bzw. die Phasendurchtrittsfrequenz bei 180 Grad und die Gain Margin, also die Amplitudendurchtrittsfrequenz, an der Unity somit bei 0 Dezibel einfach herausgelesen werden. Die Bandbreite des geschlossenen Regelkreises ist die Frequenz, an welcher die Transferfunktion den minus 3 Dezibel Locus schneidet. Allgemein könnte man hier alle K nehmen, die dem Stabilitätskriterium genügen. Doch bei K gleich 2,3 ist die Bandbreite hoch und die Gain- und Phase-Margin immer noch sehr adäquat für die Stabilität nach dem Bode-Stabilitätskriterium. Daher rechnen wir mit K gleich 2,3 weiter. Dadurch ergeben sich für den offenen Regelkreis folgende Werte. Der Nenner ergibt sich aus dem Einsetzen der in Schritt 1 berechneten Omega-0-Werte und des Dämpfungsgrades. Die Berechnung der Stabilität erfolgt wiederum mit der Berechnung der ersten charakteristischen Gleichung. Um nun die zweite charakteristische Gleichung richtig berechnen zu können, muss die erste charakteristische Gleichung erst faktorisiert werden, da sich die Standardform nur auf Laplace-Operatoren S mit höchster Potenz 2 berechnen lassen. Der erste Faktor S plus 3,63 wird einzeln betrachtet. Er produziert eine exponentiell abfallende Komponente in der Antwort mit einer Zeitkonstante von 1 durch 3,63. Aus dem zweiten Faktor wird wie im ersten Schritt der Dämpfungsgrad und die ungedämpfte natürliche Frequenz Omega 0 berechnet. Omega 0 beträgt hierbei 8,28 Rad durch Sekunde, der Dämpfungsgrad 0,66. Aus Omega 0 und dem Dämpfungsgrad berechnen wir die zweite Komponente der Standardform der zweiten charakteristischen Gleichung des zweiten Faktors. Diese ergibt 0,16. Anschließend stellen wir den geschlossenen Regelkreis der Transferfunktion des Rollwinkels daraus zusammen. Zudem ist offensichtlich, dass durch die Wahl von K 2,3 damit K Phi 2,3 durch 0,767 ist, also K Phi 3 ergibt. Schritt 3 und damit die Berechnung der Flugrichtung. Die Flugrichtung berechnet sich ebenso ähnlich wie die vorherigen Beispiele. Die Transferfunktion des geschlossenen Regelkreises der Nachfrageschleife des Rollwinkels wird multipliziert mit der Änderungsrate der Flugrichtung, wie in den aerodynamischen Gleichungen gesehen, und dem Flugrichtungsgain. Wir setzen K gleich K Psi mal der Änderungsrate der Flugrichtung. Ebenso ersetzen wir S mit J Omega, um nun mit den Frequenzen weiterzurechnen. Es lässt sich nun erkennen, dass für niedrige Frequenzen die Transferfunktion gegen K durch Omega J läuft. Daraus berechnen wir nun den Amplitudengang, welcher der Betrag der Transferfunktion ist. Damit verläuft der Amplitudengang mit der Funktion K durch Omega. Nun kann wie im zweiten Schritt wieder zur Übersichtlichkeit ein Bode-Diagramm oder ein Nichols-Chart angelegt werden. Im Grunde muss wieder ein stabiles System entstehen. Die Fehlverstärkung des offenen Regelkreises fällt bei niedrigen Frequenzen. Minus 6 Dezibel durch Oktav bedeutet dabei, dass jedes Mal, wenn die Frequenz verdoppelt wird, wird analog die Ausgangsspannung verdoppelt. Analoges gilt für das Halbieren. Unser offener Regelkreis fällt mit minus 6 Dezibel durch Oktav. Betrachten wir nun die Fehlverstärkung des offenen Regelkreises. Wenn diese gleich der Unity, also 0 Dezibel ist, nennt man dies die Crossover-Frequenz. Um dem Bode-Kriterium genügen zu können, muss K so gewählt werden, dass sowohl über der 0 Dezibel-Achse der Crossover-Frequenz als auch darunter die Änderung der Fehlverstärkung des offenen Regelkreises minus 6 Dezibel durch Oktav beträgt. Nochmal eine Anmerkung zu den Stabilitätskriterien. Der geschlossene Regelkreis ist dann stabil, wenn für die beiden Durchtrittsfrequenzen gilt Omega D1 kleiner Omega D2. Hierbei benutzt man die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises, die man ins Bode-Diagramm einträgt, und man definiert die Amplituden-Durchtrittsfrequenz als den Betrag der Frequenz von J Omega von D1 gleich 1 und für die Phase, die Phasendurchtrittsfrequenz, den Arcus der Frequenz von J Omega von D2 gleich minus 180 Grad. Wir wählen hierbei beispielhaft für Omega 0,7 Rad durch Sekunde. 0,7 Rad durch Sekunde genügt dabei dem Stabilitätskriterium wie vorher besprochen. Wir setzen U aus der Angabe ein und Erdanziehung von 9,81 in die entstandene Gleichung und erhalten für K Psi gleich 18 Rollwinkelgrad pro Flugrichtungsfehlgrad.
Automatisches Landen. Bei Landungen mit einem Flugzeug werden die Bedingungen in Kategorien eingeteilt. Diese Abbildung zeigt die Kategorien, die zur Bestimmung der unterschiedlichen Sichtverhältnisse notwendig sind. Dabei unterscheiden wir zwischen der minimalen Sichtweite des Flugzeugs und der Sichtweite auf die Landebahn. Wenn Sichtbedingungen der Kategorie 1 oder 2 gegeben sind, übernimmt der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug, sobald die sogenannte Division Height erreicht wird, und landet das Flugzeug dann manuell. Wenn jedoch Kategorie 3 oder schlechter vorliegt, ist ein manuelles Landen aufgrund der niedrigen Sicht sehr anspruchsvoll für den Piloten und daher nur in 2 Fällen erlaubt. Entweder verfügt das Flugzeug über ein automatisches Landesystem, welches die Landung bis zum Touchdown durchführen kann. Hierbei darf die Fehleranfälligkeit nicht mehr als 10 hoch minus 7 pro Stunde betragen. Die meisten zivilen Düsenflugzeuge der größeren Airlines sind bereits mit solchen Systemen ausgestattet. Andererseits ist eine Landung auch nur möglich, wenn das Flugzeug über ein HUD verfügt, das mit Hilfe von Radarsensoren ein künstliches Landebahnbild erzeugt und unter Einbezug primärer Flugzeugdaten inklusive des Geschwindigkeits- und Richtungsvektors den Piloten beim Landebahn unterstützt. Das automatische Landesystem BLEU. Das BLEU, kurz für Blind Landing Experimental Unit, ist ein Verfahren für das sichere automatische Landen und wird in 4 Phasen aufgeteilt. Diese sind auch in diesem Bild sehr gut zu erkennen. Die erste Phase, Final Approach. Diese Phase beschreibt den Flugpfad zwischen dem sogenannten Outer Marker Beacon und das Inner Marker Beacon. Dies sind eine Art von Wegpunkten, wie bereits erwähnt wurde. Wenn das Flugzeug beim inneren Beacon angekommen ist, sollte das Flugzeug parallel zur Mittellinie des Rollfeldes ausgerichtet sein. Während dieser Phase benutzt der Autopilot die Signale des ELS-Systems. Die Höhe des Flugzeugs wird dann sehr genau von den internen Radiohöhenmessern gemessen. Die zweite Phase, Constant Attitude. In dieser Phase, wenn das Flugzeug sich ca. 100 Fuß über dem Boden befindet, werden die Daten des ELS getrennt und die Daten, die während der Approach-Phase gesammelt wurden, verwendet. Dazu gehören unter anderem Pitch Altitude und die Flugrichtung. Die dritte Phase, Flare. Wenn dann eine Höhe von ca. 50 Fuß unterschritten wird, beginnt der sogenannte Flare-Out. Hierbei wird die Pitchhöhe mit Hilfe des Radiohöhenmessers geregelt. Während dieser Phase wird das Flugzeug von den anfänglichen minus 2 bis minus 3 Grad auf einen positiven Wert gebracht. Die äußert sich in einem Anheben des Flugzeugbugs. Mit diesem Manöver wird das Flugzeug in Position zum Touchdown gebracht und zusätzlich abgebremst von ca. 10 Fuß pro Sekunde auf 1 bis 2 Fuß pro Sekunde. Die letzte Phase, Kick-Off Drift. Diese Phase kurz vor dem Touchdown wird von den Seitenrudern ausgeführt und korrigiert die Yorkse des Flugzeugs, damit beim Touchdown die Reifen parallel zur Rollfeldmittellinie stehen. Das Flight Management System. Das Flight Management System ist eine fundamentale Komponente eines modernen Flugzeuges. Es ist ein spezieller Computer, der eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen kann und somit dem Piloten die Arbeit erleichtern kann. Aufgrund der steigenden Anforderungen an den Piloten entwickelte sich das Flight Management System zu einem der wichtigsten avionischen Systeme. Auch im militärischen Bereich hat das Flight Management System Einzug gehalten und beispielsweise den Einsatz von fortgeschrittenen Kampfflugzeugen mit nur einem Piloten ermöglicht. Trotz der heutzutage weiten Verbreitung von Flight Management Systemen sind diese eine sehr neue Entwicklung. Erst in den 1980ern wurden sie flächendeckend eingesetzt. In diesem Diagramm sieht man das Blockdiagramm eines typischen Flight Management Systems. Der Flight Management Computer berechnet unter Einbezug der Daten von den unzähligen Sensoren am Flugzeug und deren Abgleich mit vorhandenen Daten und dem Control Display sämtliche relevanten Aktionen. Dazu gehören beispielsweise das Regeln von Pitch- und Rollbewegungen oder dem Verwalten der Motorenleistung. Eine Schnittstelle zum Piloten stellen diverse Displays und das Control Display Unit dar. Somit sind die primären Aufgaben des Flight Management Systems erstens die Kontrolle des vertikalen und horizontalen Flugkurses, zweitens die Überwachung auf Einhalten des Aircraft Flight Envelope und Halten der optimalen Geschwindigkeit jeder Flugphase. Außerdem ist das Flight Management System für die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien des Flugzeuges zuständig. Und drittens die Kontrolle der Fluggeschwindigkeit und der Flugroute. Der Flugplan. Die sogenannte Flugplanung wird auch vom Flight Management System übernommen. Darunter versteht man das Eingeben von Daten über die Flugroute in den Flight Management Computer.
Diese Daten geben mit den Informationen aus der Datenbank des Flight Management Systems genaue Auskunft über die Flugroute. Die Datenbank des Flight Management Systems umfasst folgende Daten und wird ca. alle 28 Tage geupdatet: Radionavigationshilfen, welche Identifikation, Länge, Breite, Frequenz, magnetische Variationen umfassen. Wegpunkte, Highways in der Luft und deren Verlauf, auch Airways genannt. Flughäfen, Landebahnen, Flughafenprozeduren wie SID, ILS und weitere. Flugrouten vom Startflughafen bis zum Ziel, die Nummer der Route, die Flughöhe und den Kostenindex. Hier sieht man ein MCDU bei der Erstellung eines Flugplanes. MCDU steht für Multipurpose Control Display und dient der Dateneingabe durch den Piloten und enthält einige Menüs, welche die Eingabe des Flugplanes erleichtern. Navigation und Führung. Für diese Aufgaben kombiniert das Flight Management System die Daten aus den verschiedenen Quellen in einem Kalman-Filter und leitet daraus die besten Positionsbestimmungen ab. Benutzten Daten sind unter anderem GPS-Daten, durch Gyros bestimmte Flugzeugpositionen, Radionavigationshilfen, das Näherungs- und Landungssystem ILS oder MLS. Mithilfe dieser Daten erhält das Flight Management System die Navigationsdaten. Außerdem prozessiert es die Daten für die Displays und berechnet Höhe, Geschwindigkeit, Kurs und Windgeschwindigkeit. Die horizontale Ausrichtung des Flugzeuges wird dann vom Flight Management System mit den Vorgaben aus dem Flugplan verglichen. Auch das vertikale Profil der Flugroute spielt eine große Rolle und wird vom Flight Management System überwacht. Dazu jedoch später mehr. Flugplanoptimierung und Performancevorhersage. Eine weitere Fähigkeit des Flight Management Systems ist die Optimierung spezifischer Aspekte des Flugplanes, basierend auf dem Wissen über den Flugzeugtyp, das Gewicht, die Motoren und andere Leistungscharakteristiken. Weitere wichtige Daten für die Optimierung des Flugplanes sind die externen Einflüsse wie Wind und Lufttemperatur sowie die Flughöhe und Machanzahl. Die Optimierung äußert sich wie oben erwähnt durch eine Anpassung der Fluggeschwindigkeit in den verschiedenen Flugphasen sowie eine Anpassung der Flughöhen. Im Bild sieht man die Informationen zur Geschwindigkeitsoptimierung in einem Airbus A330. Natürlich kann das Flight Management System nicht nur Optimierungen vornehmen, sondern den Piloten auch viele der Informationen anzeigen, wie zum Beispiel Flugzeit, Flughöhe, Treibstoffverbrauch und Reichweite, sowie Temperatur, die Motorenleistung und diverse Informationen zum Kurs. Überwachung der vertikalen Flugroute. Hier sieht man ein vertikales Flugpfadprofil. Das Flight Management System regelt Geschwindigkeit, Höhen- und Motorenpower während der Höhenveränderungen und den vertikalen Flugphasen. Auch zu betonen ist die Einteilung des Profils in die Phasen Take-Off, Climb, Cruise, Descent, Approach. Während all dieser Phasen findet eine ständige Optimierung der Flugzeugparameter statt. Außerdem wird ständig überwacht, ob sich das Flugzeug noch im Rahmen der Sicherheitsgrenzen befindet. Bei der Landung und beim Start jedoch übergibt das Flight Management System die Kontrolle an den Autopiloten, der mithilfe des ILS Localizer bei der Landung unterstützt. In dieser Phase jedoch kann die Kontrolle jederzeit vom Piloten übernommen werden, um die Landung manuell durchzuführen. Operationsmodi. Das Flight Management System hat diverse praktische Modi. Der Tangential Go Direct To Mode enthält Navigationsdaten von der momentanen Position zu einem beliebigen Wegpunkt der Flugroute. Außerdem gibt es einen sogenannten Turn Anticipation Modus, welcher ein Hinausschießen über den nächsten Wegpunkt verhindert oder Kurven schneiden kann und somit die zu fliegende Distanz verringert. Parallel Offset Tracking ermöglicht es, den Verkehrsfluss in bestimmten Gebieten, zum Beispiel den oben erwähnten Airways, zu erhöhen. Die Holding Patterns erzeugen ein Muster basierend auf den ICAO-Daten, um dem Piloten die Arbeit beim Anflug auf einen Flughafen abzunehmen oder zu erleichtern. Der ICAO ist ein Code, der zur eindeutigen Identifikation eines Flugzeuges, Fluggesellschaft, Flughafens oder Flugplatzes dient. Diese ermöglicht dem Flight Management System, das Muster für den jeweiligen Flughafen abzurufen. Vierdimensionales Flight Management. Das 4D Flight Management beschreibt die treibstoffsparendste 3D-Route mit Hilfe der oben genannten Phasen Climb, Cruise und Descent. Hier spielt jedoch auch die Zeit eine wichtige Rolle, denn obwohl treibstoffsparend geflogen wird, darf das Flugzeug natürlich keine Verspätung haben. Dies wird erreicht durch Zugriff auf den Autopiloten und das Auto-Throttle-System. Somit wird die 3D-Position des Flugzeuges zu jeder Zeit nächstmöglich an den Flugpfad angenähert. Beim 4D-Flight-Management ist Flexibilität sehr wichtig, um den Kurs zu optimieren, ohne Zeitverluste. Außerdem müssen Abweichungen wie zum Beispiel ändernde Windgeschwindigkeit ohne Zeitverluste kompensiert werden können oder Verkehrsbehinderungen auf der Route müssen einberechnet werden.
Immer wenn sich diese Werte ändern, passt das Flight Management System den Kurs anhand der Verzögerung an oder ändert die Geschwindigkeit mit Hilfe des Autothrottle-Systems, wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist. Somit ist das Flight Management System hinsichtlich präziser Ankunftszeiten und flexibler Reaktionen auf äußere Einflüsse ein sehr wichtiger Fortschritt. Vor- und Nachteile des Autopiloten. Wie jede technische Neuerung hat der Autopilot eine Reihe von Vor- und Nachteilen. Vorteile des Autopiloten sind unter anderem die Entlastung des Piloten. Dieser kann sich nun besser um andere Aufgaben wie Funk, Navigation, Treibstoffberechnung und Nachschlagen im Pilotenhandbuch bei Abweichungen vom Normalbetrieb kümmern. Außerdem werden menschliche Fehler durch den Autopiloten vermieden. Auch bei Instrumenten, Flugbedingungen und Langstreckenflügen entlastet der Autopilot den menschlichen Piloten. Nachteile des Autopiloten sind jedoch die zusätzliche Komplexität bei der Konstruktion des Flugzeugs. Außerdem muss der Pilot im Umgang mit dem Autopiloten geschult werden.